Moin, moin zusammen. Vor der Fotokina war ich mit Michael Ziegern unterwegs in Hamburg und wir haben hübsche Menschen auf der Straße fotografiert, beziehungsweise interessante Menschen, und haben gesagt: Hallo, wir sind YouTuber und würden gerne hübsche Menschen fotografieren. Und hat eigentlich ganz gut geklappt. Wie wir es genau gemacht haben, warum ich das so klasse fand, dass ich es wiederholt habe, erkläre ich euch nach dem Intro. Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Porträtfotograf aus der Nähe von Flensburg. Auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie mit Blitz, aber auch mal mit Reflektor. Heute geht es um die Porträtfotografie mit natürlichem Licht ohne alles. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo. Nachdem Thorsten und ich auf der Fotokina waren und wirklich nette Menschen getroffen haben, wollten wir gerne nochmal durch Hamburg laufen und nochmal ein bisschen fotografieren. Und da habe ich an das nette Treffen mit Michael Ziegern zurückgedacht, wo wir gesagt haben: Ey, wir sollten einfach Leute anschnacken und mal ein bisschen fotografieren. Wir hatten natürlich auch alles rein vorsorglich schon mal eingepackt, und weil wir es ja vorher schon so grob abgesprochen hatten. Und da sind wir durch Hamburg gelaufen. Die ersten, ja, was sagen, die erste Stunde war nicht so besonders erfolgreich. Warum es vielleicht nicht so richtig geklappt hat, ist, ich habe mich vielleicht auch nicht ganz so genau getraut. Also Michael gab auch eine gewisse Sicherheit und auch ein paar Tipps. Und was für mich so ein bisschen wichtig war, ist, als Thorsten und ich allein los waren, dann hatten wir das Gefühl, die Leute laufen, die haben irgendwie das eilig, dann essen die, die hatten Kopfhörer in den Ohren und wollten eigentlich ihre Ruhe haben. Und muss man halt so ein bisschen gucken, man braucht so ein bisschen Gespür dafür. Und wie gesagt, ich habe mich auch nicht so richtig getraut. Da habe ich gesehen, ah, eine war schön, und ah, oh, sie, aber dann dreht sie sich um und denkt, oh, die ist bestimmt auch gar keine 18. Oh nee, das will ich dann auch überhaupt nicht. Aber es täuscht da halt aus der Entfernung. Und man möchte sich auch nicht in irgendwelche Probleme bringen. Es soll ja auch allen Leuten Spaß bringen. Und man möchte überhaupt keinen Ärger haben damit. Soll was Schönes sein. Naja, egal. Auf alle Fälle, wir haben uns dann getraut und haben dann einen Menschen angesprochen, oder zwei Menschen eigentlich, Pärchen, ne? Und war total lustig. Ich habe zuerst gedacht, was er denn jetzt? Ich habe ihn so angeguckt, dass er, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Und dann kam heraus, er ist Australier, und Australier haben einen echt krassen Dialekt. War aber schön, total cooler Typ. Ich habe es dann auf Englisch gesagt: Hallo, ich bin der und der, ich würde das gerne machen. Instagram gezeigt, geguckt, jo, alles klar. Und dann hat er losgelegt. War schön, einfach 5 Minuten Fotos gemacht, länger war es gar nicht. Das ist auch so mein Tipp, ich werde es gar nicht so lange machen, war echt schön. Also hat Spaß gemacht. Also zumindest nicht bei Leuten, die weniger geübt sind, und da kommen wir auch nachher noch zu. Also, das war der erste Erfolg, und dann sind Thorsten und ich durchgelaufen. Ja, und dann schnacken wir noch ein paar an. Also, ich habe ihn angeschnackt und guck nach, und dann sage ich: Ja, hier, guck mal nach. Instagram, das ist das, was ich mache. Guck doch mal an, bevor du nachher was hast, was dir so gar nicht gefallen könnte. Natürlich immer unter der Prämisse, wenn die Bilder nicht gefallen, zeige ich sie auch gar nicht erst. Das ist, ja, das sollte man machen, so als kleiner. Als kleines Gentleman Agreement. Das Lustige war, ich gucke danach auch bei Instagram, sehe dann, ah, sie kennt Anna. Anna habe ich auch schon fotografiert, also ich blende mal ein Bild von Anna ein. Das ist Anna, kennst du vielleicht wahrscheinlich schon, wenn noch nicht. Das ist Anna, eines der besten Modelle, was wir im Norden haben. Und war natürlich das Eis gebrochen, waren Selbstläufer ab dem Moment. Sie kannte Anna, weil die zusammen für Period arbeiten. Das ist so eine Firma. Ja, die macht auch Veranstaltungen, Hostessen, also irgendwie unterhält Leute irgendwie damit. Also haben coole Kostüme, verteilen irgendwie Sachen, tanzen, alles Mögliche. Es ist sehr, sehr cool, ist sehr seriös und extrem professionell. Und da ist halt Anna und halt auch das eine Model. Ja, yeah, und so hatte ich bei meinem spontanen Street-Portrait-Shooting, hatte ich dann ein sehr erfahrenes Model, und die anderen beiden waren tatsächlich auch ziemlich, ziemlich ähnlich. Also die eine ist auch Hobbymodel gewesen und die andere noch nicht so ganz, aber das könnte auch noch passieren. Also von daher war es ein Selbstläufer. Ist natürlich schon krass, wenn man Leute auf der Straße anschnackt, dann hat man natürlich gleich so eine Modelausbeute. Also irgendwie, ja, vielleicht ziehe ich das auch so ein bisschen an, weil ich halt auch in dem Bereich ja eigentlich viel mache. War auf alle Fälle sehr interessant. Falls du sowas auch mal machen möchtest, ist sehr, sehr schön. Kameraaufnahmen habe ich jetzt nicht gehabt, weil mit der GoPro durch die Gegend zu laufen, das wollten wir doch erstmal nicht. War aber trotzdem schön, kann ich dir sehr empfehlen, mach das mal. Und ich blende mal ein paar Fotos ein, die ich gemacht habe. Also wirklich, wirklich klasse. Available, light only, in der Stadt Hamburg,
extrem schön zu machen. Ja, schreib mal drauf, wie du das findest, ob dir die Bilder gefallen. Ich freue mich und natürlich liken, kommentieren, teilen. Das hilft mir sehr, um zu wachsen, damit auch andere Leute noch meine Videos sehen. Dankeschön. Thank you.